Ja, Jennifer Marjan, inwieweit war das wirklich der Befreiungsschlag, den die Mannschaft jetzt gebraucht hat? Es war sehr, sehr wichtig. Also wir wollten uns auf jeden Fall steigern und das ist uns gelungen. Und es ist auch wichtig für unser Selbstvertrauen jetzt und auch für den letzten Gegner Norwegen. Was speziell war anders in diesem Spiel, außer dass der Gegner viel schwächer war? Ja, ich denke, wir sind von Anfang an sehr gut in die Zweikämpfe, haben die angenommen, haben die auch meistens gewonnen. Und ich denke, dass wir dadurch besser ins Spiel gefunden haben. Defensiv haben wir Weltklasse gestanden. Also da haben wir allerdings auch nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt, ne, hinten. Stimmt, aber wir haben auch gar nichts zugelassen. Also die hatten null Ideen dann auch und waren schon quasi verzweifelt. Und nach vorne hin hat es einfach nur super viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben das super kombiniert zusammen, hatten sehr gute Flanken. Und was noch besser werden kann, ist die Chancenverwertung auf jeden Fall. Was speziell war der Ausschlag oder hat den Ausschlag gegeben, dass es vorne besser lief? War das auch die höhere Laufbereitschaft? Speziell, Sie sind ja unglaublich viel auf die Flügel ausgewichen, speziell nach rechts. War das auch das, was die Trainerin vorher gefordert hatte? Ja, also wichtig ist, dass wir einfach variabel sind und einfach auch die Position beim Spiel tauschen, um einfach den Gegner zu verwirren. Und ich denke, das ist uns gelungen. Und es fiel uns einfach alles ein wenig leichter, denke ich. Also es ist schon wie von alleine gelaufen einfach. Also es war sehr kreativ, wir hatten viele Ideen und es hat einfach Spaß gemacht. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen in diesen Tagen zwischen den beiden Spielen? Jeder weiß um Ihr außergewöhnliches Talent. Sie haben das in den U-Mannschaften auch schon so richtig demonstrieren können. Hatten Sie sich selbst ein bisschen unter Druck gesetzt? Vielleicht im ersten Spiel. Also es ist ja immer was Aufregendes, das erste Spiel. Und ich denke, da hatten wir einfach alle so das Gefühl, dass wir unbedingt müssen und einfach die Geduld nicht gehabt, gegen so guten defensiv stehende Mannschaft zu agieren. Und ich denke, dass wir einfach jetzt befreiter aufgelaufen sind alle. Ist es für Sie jetzt auch eine schöne Abwechslung, mal den Ort zu verlassen, also was Neues zu sehen? Jetzt geht's ans Meer? Ja, auf jeden Fall. Also hier war es wunderschön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier, eine super süße kleine Stadt. Und jetzt bin ich gespannt, was auf uns zukommt und ich freue mich auf den neuen Ort. Danke. Wie war das gestern, der erste Blick aufs Handy nach dem Spiel? Was war da los auf dem Handy? Ja, also es war total voll von SMS oder Facebook-Nachrichten und alle haben gratuliert zum Sieg und haben sich gefreut, dass sie uns im Fernsehen gesehen haben. Also speziell aber auch zur eigenen Leistung, ja? Freunde, Freundinnen und so weiter. Was war da der euphorischste Glückwunsch? Ja, eigentlich haben alle so das Gleiche geschrieben, dass sie stolz sind, dass ich gleich von Anfang an spielen durfte, dass ich eine gute Leistung gezeigt habe und ja, einfach, dass sie begeistert sind, was wir gemacht haben. Und ist jetzt so ein positives Grundgefühl, dass man sich sagt, alles ist möglich? Ja, also ich denke, wir hatten eigentlich immer das Gefühl, dass alles möglich ist, weil wir sind eine gute Truppe und wir haben viel Potenzial und klar, ein bisschen Erleichterung spielt jetzt auch eine Rolle. Der Breisgau ist schwer im Kommen. Jetzt könnte man denken, da wird ja sowieso immer gute Nachwuchsarbeit gemacht. Jetzt erfahre ich, dass Sie eigentlich kaum Berührung zu den Jungs aus der Fußballschule haben. Oder wie läuft das da ab? Weil da ist auch alles ein bisschen enger und übersichtlicher. Ja, also wir sehen uns in der Schule, die Jungs und die Mädchenmannschaften, aber Trainingseinheiten oder auch der Kontakt zu den Profis, der besteht eigentlich kaum. Okay, und glauben Sie, dass Sie jetzt so ein bisschen drin bleiben können in der Mannschaft? Ich hoffe es natürlich, es würde mich sehr freuen, aber die Trainerin muss natürlich entscheiden, was gegen Norwegen die beste Taktik, die beste Aufstellung sein wird und ja, ich werde mich einfach überraschen lassen. Die Trainerin hat doch bestimmt schon zwei, drei Worte mit Ihnen gesprochen nach dem Spiel. Was hat sie denn gesagt? Nee, eigentlich wurde da noch nicht darüber gesprochen. Also die Analyse des Spiels, die findet heute wahrscheinlich noch statt und dann wird es ein paar Worte geben, aber bis jetzt noch nicht, nee. Ach so, dann ist man so ein bisschen noch im Ungewissen, was die Trainerin so über einen denkt. Ja, doch, kann man so sagen, ja. Okay, wird nichts Schlechtes sein, mit Sicherheit. Dankeschön, ja?